Einen wunderschönen guten Brückentag und herzlich willkommen, liebes Münsteraner-Publikum. Ja, mit dem Skateboard als Instrument bemühen sich Titus Dittmann und Co. schon seit einigen Jahren, Kindern und Jugendlichen in Krisengebieten Hoffnung auf sozusagen vier Rollen zu bringen. Zweifellos hat sich das Projekt mit dem Namen Skate Aid weit über Münsters Stadtgrenzen einen Namen gemacht, sodass auch immer mehr bekannte Persönlichkeiten der Stiftung sehr gerne ihr Gesicht verleihen. So nun auch ein sogenannter Sohn Mannheims, der dieser Stiftung jetzt auch seine Stimme gegeben hat. Wer das genau ist und wie das Ganze konkret aussieht, das sagt euch Verena. Ein Videodreh im Skaters Palace, eine Charity-Aktion für Skate Aid. Mit dabei Metaphysics von den Söhnen Mannheims. Über einen Freund ist er auf Skate Aid aufmerksam geworden und schon nach ein wenig Recherche war er von dem Projekt überzeugt. Als erstes habe ich die Skate Aid Website besucht und da habe ich realisiert, dass es sich um eine große Organisation handelt, die versucht, etwas Positives auf die Beine zu stellen, weltweit. Ich denke, was mich am meisten berührt hat, waren Bilder aus Afrika, mit denen ich mich identifizieren konnte. Und da habe ich mich an das erste Mal erinnert, dass ich ein Skateboard hatte. Und ich denke, es waren vor allem die Bilder, die mich berührt haben. Und die Musik, die mir Jay Chube gesendet hat, war sehr emotional und da war es sehr einfach, etwas zu schreiben, was mit dem ganzen Thema zu tun hatte. Emotional geht es auch beim Videodreh zur Sache. Die Background-Statisten haben sichtlich Spaß und versprühen eine positive Energie. Und auch Metaphysics ist voll in seinem Element. Genau diese positive Lebenseinstellung soll mit dem Song transportiert werden. So I pack my bags, man, I'm leaving. I'm gonna follow everything that I believe. The song at the moment has a working title called Skate. Im Moment hat der Song den Arbeitstitel Skate to Live. Viele Menschen sagen auch Skate or Die. Das ist sehr alt und kommt eigentlich von den Surfern, also Surf or Die. Und die Skater haben es dann als Skate or Die übernommen. Ich dachte, warum soll jemand sterben, wenn es auch Skate to Live, also Skaten um zu leben sein könnte? Also habe ich das Wortspiel übernommen und umgedreht. Aber grundsätzlich geht es in dem Song darum, wenn man überleben will, braucht man Toleranz und Verständnis, weltweit. Also skate durchs Leben, take it easy, aber pass auf deine unmittelbare Umgebung auf. Das Video soll aus zwei Elementen bestehen, den Szenen mit Metaphysics und Videosequenzen aus den weltweiten Skate Aid Projekten. Und der Erlös aus dem Projekt ist auch schon so gut wie verplant. Das sieht jetzt so aus, dass wir halt einen gewissen Prozentsatz von dem Song halt als Spendengelder halt reinfließen lassen wollen und dann halt direkt in die Projekte von Skate Aid. Was sind natürlich kleine Detailfragen, die müssen wir noch klären. 3 Minuten 30 soll das Video insgesamt lang werden und nach kurzer Zeit war die erste Szene schon im Kasten. Das war eine der Szenen. Das sieht sehr cool aus, weil es eine sehr gute Kamera ist. Die neue Blackmagic Cinema Cam. Alles, was man damit macht, sieht super aus. Der Kameramann dreht eine Szene. Warte drauf. Wait for it. Wait for it. Ja, wir warten dann mal gespannt auf die Single. Noch steht allerdings nicht fest, wann sie genau rauskommt. Nächste Woche, liebe Leute, da soll es ja dann auch mal wieder einen Schub Sommer geben. Entsprechend sind wir mal wieder auf Testreise durch Münster gewesen. Und was verköstigt der Mensch so gerne bei Sonnenschein? Diese schwierige Frage dürft ihr nun mal über das Wochenende mit euren Freunden durchdiskutieren und dann sehen wir uns hoffentlich am Montag gut gelaunt hier wieder. Macht's gut, schönes Wochenende. Tschüss, Münster.